Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores. Heute zu einer Weltpremiere, möchte ich sagen. Mit dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir gucken uns heute den großen Überraschungshit für mich an. Und zwar Total War Rome Remastered. Unfassbar. Feral und Creative Assembly bringen eine Remastered-Edition raus von Rome Total War, meinem absoluten Lieblingsspiel. Und wir sehen das heute hier als die Karthager. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich spiele ja bevorzugterweise Strategiespiele, insbesondere eben die Total War-Serie. Ich habe fast alle Fraktionen von Rome Total War bisher durchgespielt und freue mich natürlich mega über dieses neue Update, diese Remastered-Version. Und ich bin auch heute Abend im Livestream mit dieser Version hier unterwegs um 21 Uhr, twitch.tv/GüntherShadow. Wenn ihr meinen Livestream noch nicht kennt, dann schaut da unbedingt mal rein und ihr habt da die Chancen, mir Fragen zu stellen zu dem Spiel und zuzugucken und ein bisschen exklusives Material zu ergattern. Heute zeige ich die Karthager. Im Livestream werden wir die Scipionen spielen. Das ist die erste Fraktion, mit der ich damals ein Let's Play auf YouTube begonnen habe und dementsprechend will ich die natürlich nochmal zeigen. Und zwar in dieser Remastered-Version. Okay, ihr habt jetzt wahrscheinlich ganz viele Fragen und ich werde versuchen, erstmal alles, soweit ich das jetzt bisher schon kann, zu beantworten. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen ins Spiel reinkommen. Ne? Also wir werden ein paar Schlachten schlagen, ein paar Städte erobern und so weiter. Und mit den Karthagern, es ist einfach eine sehr herausfordernde Fraktion. Ich spiele das jetzt hier auf sehr schwer. Nee, ich spiele das auf schwer, nicht auf sehr schwer, weil ich so ein bisschen casual halt auch spielen wollte und einfach mal ein bisschen hier ausprobieren wollte mit der Kampagne, wie das halt so läuft. Und es ist wirklich vom Spielgefühl her sehr, sehr nah am klassischen Rome Total War dran, ne? Also an der ursprünglichen Version. Und ich finde auch vom Schwierigkeitsgrad her ist es auch sehr nah dran. Also ich habe bisher keine großen Unterschiede gemerkt. Aber trotzdem hat diese Version hier natürlich noch ein bisschen mehr an Start und noch ein bisschen mehr zu bieten, als jetzt bloß dieses, ja, diese neue Oberfläche, die ihr hier seht. Ihr seht, es gibt ein neues UI, es gibt neue Menüs. Es gibt aber alles, was es vorher gab. Vielleicht jetzt halt nur in einem anderen Menü und eigentlich mit einer sehr schönen Übersicht, wie ich finde. Es gibt jetzt tatsächlich eine sinnvolle Integrierung oder Integration der Handelsressourcen übrigens. Es gibt Händler, die man rekrutieren kann, um mit diesen Ressourcen zu handeln. Ähnlich wie bei Medieval 2. Und natürlich ähnlich wie bei Medieval 2 wird man auch hingehen können, Händler aufkaufen können. Und man kann aber Händler auch einsetzen, um den Zugang zu Handelsressourcen für Gegner zu blockieren, was ich auch eine interessante Neuerung finde. Aber das ist nur eine von vielen. Also natürlich erstmal, was auffällt, ist die Auflösung, die ihr hier seht. Es ist eine UHD-Auflösung. Die 3D-Modelle und Texturen wurden alle geupdatet, sage ich mal. Widescreen und Ultrawide Monitor Support wurde hinzugefügt. Also ihr könnt das jetzt auch auf einem super breiten Monitor spielen und es sieht trotzdem alles noch knackig und scharf aus. Die Schlachtkarten wurden überarbeitet, die gucken wir uns gleich auch noch an. Die Kampagnenkarte wurde übrigens auch überarbeitet, natürlich wie ihr sehen könnt. Und auch die visuellen Effekte wurden nochmal verbessert. Und wir haben jetzt übrigens auch, wie ihr hier sehen könnt, ein Kampagnenkarten-Overlay. Da sieht man jetzt natürlich noch nicht so wahnsinnig viel, weil wir noch nicht so viel auf der Kampagnenkarte sehen. Das können wir uns aber gleich noch angucken. Wir können uns hier die Armeen und stationierten Truppen anzeigen lassen oder die Agenten, die wir haben. Wir können uns auch die Befestigungen, Wachtürme, Engpässe, Brückenübergänge, Pforten und so weiter eben anzeigen lassen. Und noch viele weitere Dinge, wie zum Beispiel eben die Handelsressourcen, was sehr praktisch ist. Und ihr könnt euch also jetzt mit den WASD-Tasten hier auch ganz ungezwungen auf der Kampagnenkarte bewegen. Mit dem Tabulator kommt ihr übrigens auch auf diese Vogelperspektive. Und ich schalte mal gerade den Nebel des Krieges aus. Dann kann man auch sehen, dass so die Positionierung der Städte auch an manchen Stellen leicht überarbeitet wurde, sodass diese Städte jetzt auch näher an ihren historischen Orten eben liegen. Wir können die anderen Fraktionen dadurch eben jetzt auch sehen. Ne? Wenn wir eben den Nebel des Krieges mal kurz ausschalten, wir sehen die Seleukiden, die man natürlich auch spielen können wird. Ihr werdet sowieso, bis auf die Sklaven und den Senat, werdet ihr sowieso alle Fraktionen spielen können, was ich auch eine gute Überarbeitung eben finde, weil viele Fraktionen, wie zum Beispiel
der Klassiker, ne, Armenien. Das war so eine Fraktion, die war im Originalspiel nie darauf ausgelegt, dass man das als menschlicher Spieler auch mal irgendwie tatsächlich spielen kann. Und deswegen finde ich, ist das jetzt auch eine sinnvolle Neuerung, weil Farrell sich ja ganz konsequent Gedanken darüber gemacht hat, wie können sie diese Fraktion eben auch spielbar machen. Na? Und die Skythen gibt es natürlich auch. Die Germanen wird es natürlich auch geben. Und für mich natürlich wieder hier die Ambition, diese ganzen Fraktionen natürlich auch nochmal zu spielen. Ja. Ich weise übrigens nochmal ganz ausdrücklich darauf hin, dass hier ist eine Pre-Release-Version, zu der ich exklusiven Zugang bekommen habe, damit ich euch das Spiel und die Neuerungen zeigen und vorstellen kann. Und das ist noch nicht ganz fertig. Ne? Also das hat auch übrigens einen Grund, warum ich hier direkt in die Kampagnenkarte reingestartet bin, weil einfach die Menüs noch nicht alle ganz fertig sind und die Videosequenzen, die Fraktionsintros, die werden auch überarbeitet. Es bleibt bei der ursprünglichen Synchronisation, soweit ich das bisher erstmal beurteilen kann, für die deutsche Version. Das heißt, wir haben echt einfach auch epische Generalsansprachen drin, die einfach nur Laune machen und die ganzen Schlachten aufwerten. Also es gibt keine komplett neue Synchronisation dieses Teils bisher, soweit ich das beurteilen kann. Mir gefällt das auf jeden Fall schon mal richtig gut. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die große Kampagnenkarte. Ihr seht, wie übersichtlich das gehalten ist. Vor allen Dingen auch, dass hier die Städte mit anderen Icons entsprechend ihrer Größe dargestellt werden, was ich sehr gut und übersichtlich finde. Das gilt natürlich alles nur hier jetzt in dieser Situation, wo wir den Nebel des Krieges ausgeschaltet haben. Es hängt einfach ganz stark davon ab, was ihr auf eurer Kampagnenkarte sehen könnt. Wenn wir den Nebel des Krieges wieder anschalten, das geht übrigens mit Konsolenkommandos, die gibt es übrigens immer noch. Also man kann diese klassische Rome Total War Konsole aktivieren und dann Konsolenbefehle eingeben, um zum Beispiel eben den Nebel des Krieges auszuschalten. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Sicherheitsübersicht, die hat was damit zu tun, wie viele Soldaten in euren Städten garnisoniert sind. Und das hat eine Auswirkung tatsächlich darauf, ob in euren Provinzen Rebellen entstehen. Dieses Rebellensystem ist überarbeitet worden. Es gibt die Möglichkeit, mit Wachtürmen etwas gegen diese Rebellen zu unternehmen. Die Wachtürme haben nicht mehr so eine große Sichtweite wie vorher, aber Rebellen entstehen zum Beispiel nicht mehr in der Nähe von Wachtürmen. Das heißt, ihr könnt damit aktiv Einfluss nehmen auf die Entstehung von Rebellen und die damit entsprechend bekämpfen. Ihr könnt übrigens auch Wachtürme von gegnerischen Fraktionen übernehmen. Das wird jetzt auch angezeigt durch ein entsprechendes Fraktions-Icon. Die KI kann euch auch Wachtürme klauen. Das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Element, dass man die wieder zurückerobern muss. Das macht die KI nicht immer, aber sie kann es machen und ich finde es ganz interessant. Es wird übrigens auch einen Multiplayer dazu geben, den ihr auf verschiedenen Plattformen spielen könnt. Also überall, wo Steam läuft, würde ich mal sagen, werdet ihr wahrscheinlich auch, und wo dieses Spiel halt läuft, werdet ihr wahrscheinlich auch den Multiplayer spielen können. Ich kann allerdings bisher sagen, also bisher habe ich nur den Schlachten-Multiplayer gesehen. Also ich habe keinen Kampagnen-Multiplayer gefunden. Ich drücke alle Daumen, dass noch ein Kampagnen-Multiplayer kommt. Es wäre einfach unfassbar episch, aber ich befürchte leider, dass es den nicht geben wird. Das ist aber nur meine Vermutung. Ich kann dazu abschließend jetzt noch nichts sagen. Aber wenn es ihn geben würde, fände ich es einfach nur episch. Warten wir einfach mal ein bisschen ab. Ich werde euch in Zukunft noch natürlich viel mehr über dieses Spiel zeigen und präsentieren können. Ich bin heute ein paar Beschränkungen unterworfen. Das hat gute Gründe, die kann ich auch nachvollziehen. So seht ihr heute jetzt zum Beispiel noch nicht ein Video in vollständiger Länge und ihr seht auch noch nicht eine Kampagne mit 100 Zügen oder so, sondern nur eine kleinere Auswahl, damit ich euch die entsprechenden Neuerungen zeigen und vorstellen könne. Und das meiste funktioniert eben auch schon im Early Game ganz gut. Da werden wir uns jetzt heute überwiegend befinden. Und es gibt natürlich Einheiten wie zum Beispiel die schwer gepanzerten Kriegselefanten der Parther oder sowas. Die kann ich euch jetzt noch nicht präsentieren, weil man dafür natürlich auch entsprechend weit in die Kampagne einsteigen müsste. Ne? Das braucht man einfach einen entsprechenden Ausbau bei den Städten, um solche Einheiten bekommen zu können. Und das dauert einfach relativ lange. Das geht heute leider nicht. Deswegen ist das heute so ein kleiner Versatz aus mehreren Videoteilabschnitten, sage ich mal, wo ich euch Ausschnitte einer Karthager-Kampagne präsentiere.
Und ihr wollt jetzt natürlich sehen, wie die Kampagne von den Karthagern aussieht und wie die sich spielt. Und keine Sorge, ich zeige euch gleich, achtet mal hier drauf, wie toll das Wasser aussieht, auch mit diesen Spiegelungen hier der Schiffe, ne? Eine tolle Sache. Ich verweise nur noch ganz kurz darauf, ihr werdet die Möglichkeit haben, die Regeln der Remastered-Version ein- und auszuschalten. Und das finde ich auch ziemlich gut, denn dadurch könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mit diesen veränderten Regelungen spielen meine wollt. Bisher muss ich allerdings sagen, finde ich die eigentlich ganz brauchbar, ne? Das erste, was ihr hier im UI übrigens seht, ist der Spion, der hier die Erfolgsquote hat. Achso, stört euch bitte nicht daran. Manche Sachen sind hier noch auf Englisch, manche sind schon auf Deutsch und übersetzt. Noch nicht alle. Wie lange das dauert, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier diesen Diplomaten ausspionieren wollen würde. Wir können den aber auch genauso gut hier hochschicken und ihm sagen, er soll jetzt, sagen wir mal, Messana ausspionieren, ne? Und diese Mission hier durchführen. Und wir können auch in der Situation bereits sehen, wie viele Runden er braucht, bis er da sein wird. Und wir könnten ihm jetzt hier zum Beispiel die nächste Mission geben, wenn er Bewegungspunkte hätte. Das ist relativ praktisch in dieser Agentenübersicht. Mit einem Rechtsklick drauf könnt ihr euch alle Agenten anzeigen lassen, die ihr habt. Ja, so sehen wir zum Beispiel, dass wir unten einen Diplomaten haben, mit dem wir mal die Numidia suchen können, um mit denen ein Handelsabkommen rauszuholen und vielleicht unsere Karteninformationen zu verkaufen. Wir sehen übrigens, dass wir hier noch einen weiteren Diplomaten haben, den wir zum Beispiel hier oben zu den Spaniern schicken können und mit denen auch noch ein Abkommen zu machen, denn typischerweise würde man als Karthago, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr die Kampagne mal selber gespielt habt, man ist an vielen verschiedenen Fronten unterwegs, muss versuchen, sich hier gegen viele Gegner zu bewähren. Die Römer sind unser erstes Opfer auf jeden Fall und das ist tatsächlich so ein bisschen die Maxime. Also unsere Spanienarmee, die lassen wir auch natürlich da. Die soll für uns auf jeden Fall neue Karthago erobern und neue Karthago finden. Und alle anderen Truppen, die holen wir nach Italien. Das ist unser vorrangiges Ziel. Zuerst Sizilien, um Messana einzunehmen. Danach vielleicht hier die Scipionen ausschalten und dann entweder direkt schon mit Hanno und Hasdrubal, die wir ja in unserer Fraktion haben, dann Rom oder entweder die Bruti anzugreifen. Und das ist einfach eine sehr effektive Strategie, wie man hier vorgehen kann. Tatsächlich funktioniert das übrigens hier auch relativ gut. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich. Ich mache jetzt hier kein exklusives, explizites Kampagnen-Tutorial. Ich habe ja auch schon mal mit Karthago gespielt. Da konntet ihr das ja auch schon mal sehen. Und ich zeige jetzt hier nur so die groben Sachen. Ne? Man rekrutiert hier einen Bauern zur Stadtgarnison. Das ist immer noch wie vorher. Die Bauern sind super Garnisonseinheiten. Sie sind billig und haben viele Einheiten und allzu viel wollen wir hier auch in Cordoba erstmal noch gar nicht hinein investieren, denn ne, das ist eine Stadt an der Peripherie, das gilt übrigens genauso für Caralis, aber die Einheiten aus diesen Städten wollen wir haben, ebenso genau wie die Einheiten hier, die wir nachher nochmal entsprechend anpassen werden und da ist es halt wichtig, dass wir direkt mal ein Schiff zum Beispiel halt hier hochschicken, ne? Das eine Schiff also hierhin, dann nehmen wir die anderen Truppen direkt hier aus Karthago selbst. Hier ist der Hasdrubal drin und ne, mein Ziel in der Kampagne heißt ja eigentlich immer Hasdrubal ad Portas, ne? Also so schnell wie möglich mit Hasdrubal nach Italien eben aufzubrechen. Und hier zum Beispiel super stark, ne, unsere Kriegselefanten, die wir hier haben. Wir können also hier zum Beispiel direkt mal in den Hinterhalt gehen. Die nächste Armee von Hasdrubal auch eigentlich schon mal direkt hier rüberziehen und so weiter. Ja, das sind also hier die wichtige Optionen, die wir hier ziehen können. Karthago selbst kann man relativ gut halten. Die Truppen hier unten aus Thapsus, die ziehen wir natürlich auch ab. Die brauchen wir hier unten gar nicht. Wir wollen gar nicht hier unten großartig erobern, denn alle Städte hier unten haben wenig Bevölkerung. Wir wollen dahin, wo es die einwohnerstarken Städte gibt, nach Italien, wo wir den Römern die Städte klauen können, wo wir fette Beute machen können. Und später dann, wenn wahrscheinlich die Griechen mit den Makedonen im Clinch liegen, dann können wir uns um die Griechen kümmern, dann holen wir uns Sizilien komplett. Am Anfang brauchen wir es nicht unbedingt komplett. Und das ist so in etwa die Art und Weise, wie ich jetzt hier erstmal vorgehen würde. In Runde 2 bietet sich für uns direkt die beste Gelegenheit, um den Scipionen ein Schnippchen zu schlagen, denn sie befinden sich außerhalb ihrer Stadtmauern und wir können mit Hasdrubal bereits versuchen, Messana zu belagern.
den Römern den Krieg zu erklären. Oh, guck mal, unser Spion hat schon die Tore geöffnet. Ne? Wir könnten diese Stadt also bereits jetzt schon angreifen. Ich belagere das aber erstmal nur. Und wir können mit Hanno hier unsere Armee verstärken. Hanno ja 65 Jahre jung, schon betagt. Ne? Wir haben zwei Runden pro Jahr, ne? Also die, das ist so hier der Zeitrhythmus. Wir bauen hier übrigens, das ist Gebäudemenü, ne? Wir bauen hier einen Wachturm hin. Dann seht ihr auch direkt, wie die aussehen. Und wir werden wahrscheinlich hier keine Probleme mit Rebellen bekommen so schnell. Das finde ich echt ganz gut. Wobei das natürlich wahrscheinlich wieder von der Schwierigkeit abhängt, ne? Wir können auch hier noch direkt zwei Söldnerregimenter rekrutieren, die übrigens auch ein sehr aufgeräumtes UI haben, wie ich finde. Hier die Kosten, die stimmen noch nicht so ganz. Das ist irgendwie noch ein, weiß nicht, das ist irgendwie noch ein Bug. Das wird irgendwie noch gefixt, denke ich mal. Aber sehr aufgeräumt hier mit einer entsprechenden Beschreibung, was die Stärken dieser Einheiten sind. Und man kann sich also noch eine genauere Beschreibung anzeigen lassen. Stört euch nicht daran, dass hier manche Sachen noch auf Englisch sind. Das wird alles noch übersetzt. Es ist ja noch in einem Entwicklungsstadium, ne? Also es ist noch nicht ganz fertig. Wir nehmen noch die beiden Söldnerregimenter hier mit. Wir sind jetzt bei 13 Einheiten hier in dieser Armee. Natürlich den Römern zahlenmäßig weit überlegen. Allerdings, die Römer haben ja auch starke Truppen und wir treten hier mit dem Gerümpel des Landes an, was wir hier eben aufbieten können. Aber ich habe mir gedacht, wir machen jetzt trotzdem diese Schlacht. Die ist halbwegs repräsentativ für so eine Schlacht in dieser Remastered-Version, wo ihr das sehen könnt. Die Einheitengröße seht ihr ja bereits hier schon. Ihr könnt die nochmal einen Ticken hochdrehen. Ich habe das jetzt in diesem Entwicklungsstadium des Spiels hier allerdings noch nicht gemacht, weil es Probleme geben kann mit der Wegfindung und das ist mal so ein bisschen schwierig dann natürlich, ne? Gerade wenn es dann um Belagerungen geht und wenn man das halt so möglichst flüssig, zügig, gut spielen will, dann spiele ich das eben mit den etwas optimierteren Einstellungen hier natürlich, ne? Aber ihr könntet das auch nochmal erhöhen. Da gilt dann natürlich wieder wie bei der Originalversion, ne? Kampagne neu starten und dann, ne, bei den Grafikeinstellungen einfach die Einheitengröße nochmal erhöhen. Das geht hier übrigens auch. Und wir starten einfach direkt in die Schlacht rein. Ich überspringe jetzt den Ladebildschirm. Das geht alles relativ flott hier in diesem Spiel. Ich zeige jetzt übrigens auch nur noch eine Feldschlacht hier gegen Quintus Scipio eben. Denn die Belagerungen, kennt ihr, die sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ, es sei denn, man belagert halt natürlich so eine herausragende Stadt mit einer tollen Garnison, viel Befestigung und hat Katapulte und alles drum und dran. So weit kommen wir hier in dem Spiel aber gar nicht mit dem Limit, was ich hier überhaupt zeigen darf, vor diesem Hintergrund. Greifen wir jetzt einfach mal Quintus Scipio an. Bereit machen für den Kampf! Also ein Nachtgefecht könnten wir übrigens auch machen. Ne? Machen wir jetzt hier aber nicht, weil wir nicht mögliche Verstärkungen hier verhindern müssen. Denn er kann ja nicht verstärken, wir belagern ja seine Stadt. Und er kann sich auch nicht in die Stadt zurückziehen. Der Gestank, schlimmer als ein Kamel, ist der Feind. Die Furcht hat sie entmannt. Furcht vor euch, o tapfere Krieger, Furcht vor euch! Lasset eure Schlachtrufe erschallen. Tod! Tod und Ruhm! Ja, okay, gut, die Römer haben die besseren Ansprachen, ne? Aber auch die nicht schlecht, ja? Okay, alles klar. Wir machen jetzt hier nur einen ganz kurzen Überblick, was man hier noch so jetzt Neues machen kann. Ihr könnt die Einheiten jetzt schieben. Halleluja, ne? Also das ist richtig praktisch. Könnt ihr also entsprechend verteilen. Ihr könnt mit Punkt und Komma hier durchschalten, ohne dass die Kamera hin und her springt. Auch total super, wie ich finde. Ihr könnt die natürlich immer noch Steuerung Doppelklick alle auswählen, G drücken, gruppieren und dann schiebt er die alle nach hinten. Das geht auch alles. Aber jetzt kommt das Allerbeste. Alt-Taste gedrückt halten und die Truppen auf dem Schlachtfeld hin und her schieben. Das ist einfach so unfassbar praktisch. Ne? Ihr seht natürlich auch direkt das neue, die neue Übersicht hier für eure Einheiten. Mit der Leertaste könnt ihr übrigens auch... Achso, warte mal, lass mal ganz kurz schauen, ne? Okay, gut. Ja, Bäume haben wir jetzt hier nicht so viele auf der Karte, aber die kann man alle
entsprechend ein- und ausstellen. Ne? Ihr habt also hier die entsprechenden Möglichkeiten, Bewegungspfade und die Auswahlmarkierungen und so. Ne? Das gibt es alles auch hier. Ihr habt hier die Ausdauer, die Moral, ob die Einheit noch Munition hat und wie stark die Einheit noch an Truppen ist. Auch das eine sehr sinnvolle Übersicht, wie ich finde. So, und jetzt erstmal sortieren wir ein kleines bisschen. Ich möchte gerne dich noch hier haben und dann stellen wir die Truppen auf. Auch das ziemlich praktisch, wie ich finde, denn er stellt die Truppen so auf, wie man sie sortiert. Das ist auch sehr gut. Die Balearen-Steinschleuderer, die machen wir noch einen Moment nach hinten. Beeilung! Die können nachher nach vorne. Die Plänkler, die brauchen wir nicht in den Plänkelmodus zu stellen. Das ist alles soweit in Ordnung. Ja, macht das mal ruhig so, dass ihr hier auf der Flanke ausrücken könnt oder ausschwärmen könnt. Und das machen wir mit der Kavallerie übrigens auch. Die Rundschildkavallerie stellen wir hier hinten hin und die Elefanten auf die Seite. Elefanten setze ich tatsächlich zum Flankieren ein und die Plänkelkavallerie ganz nach außen. Wir schauen erstmal, wie der Gegner sich hier positioniert. Hat da hinten Bogenschützen. Laufen wir ein bisschen näher ran. Standardmäßig rennen die Truppen jetzt übrigens. Das können wir hier bei den Hopliten jetzt übrigens auch machen. Das kann man, glaube ich, auch noch einstellen. Finde ich aber auch eine sinnvolle Neuerung. Ja, beweg dich mal hier noch nicht. Hoplitische Söldner, Phalanx bilden. Okay, und einmal anstürmen bitte. Du schießt bitte hier auf ihn. Du gehst bitte hier hin. Was sind das hier? Philites, ne? Alles klar. Dann Angriff mit der Kavallerie. Das ist nicht schlimm, wenn er mir hier das Zentrum aufreibt. Wir schaffen es trotzdem. Lass mal die Einheiten an. Aber er wollte natürlich ein bisschen mehr hier sehen, ne? Elefanten müssen hier natürlich nochmal zupacken. Doppelklick springt jetzt zu den Einheiten hin. Attacke. Sie weiterhin auf den General, bitte. Und gleich lösen sich diese Hastati, die kämpfen wie Prinkips auch im Wohlgefallen auf, wenn ich mal offen. Warum rennst du in den Nahkampf, stehe ich mal hier rüber. Sein General hat nur noch eine Einheit übrig. Okay, dann greift den mal an. Oh, der feindliche General ist tot. Nun werdet ihr sehen, wie mutig seine Soldaten sind. Ja, der Gegner hat keine Chance hier. Und auch da. Als Feinde sind diese Männer perfekt, denn sie fliehen angstvoll vor der Schlacht. Und auch da verabschieden sich die Truppen der Römer. Ich will mal sagen, das ist jetzt natürlich wir kämpfen hier natürlich mit den billigsten karthagischen Standardeinheiten. Die flüchten einfach, wenn der Gegner mit seiner Kavallerie da reinreitet. Aber eigentlich, also wenn wir uns das mal angucken, die Verluste sind echt überschaubar. Ne? Die Römer haben ihre, glaube ich mal so mehr oder weniger ihre vollständige Armee verloren. Ne? Wenn wir den noch erwischen, dann haben wir das geschafft. Und das machen wir jetzt noch auf dreifache Geschwindigkeit. Und dann ist die Schlacht hier auch gleich zu Ende. Und dann könnt ihr noch euch die Statistik übrigens anschauen. Der Sieg liegt vor euch. Der Feind kann nicht mehr anders als rennen. Na, die ist auch ganz klassisch, seht ihr hier. Wir sehen auch viele Verluste bei der Stadtmiliz halt eben geheilt. Ne? Also insgesamt eigentlich ein brauchbares Ergebnis. Ne?
Und damit ist der Weg nach Messana frei. Wir werden keinerlei Probleme haben, diese Stadt einzunehmen. Weil ich zeitlich jetzt extrem eingeschränkt bin, springen wir noch an einen späteren Zeitpunkt der Kampagne und ich erkläre noch zwei, drei Sachen zu dieser Remastered-Version. Rom, die ewige Stadt. Sie hat unseren Truppen unter der Führung von Hanno relativ wenig entgegenzusetzen und wir sind sozusagen Hanno oder Hasdrubal ad Portas. Und können jetzt natürlich die ewige Stadt einnehmen. Wir haben übrigens hier die Möglichkeit, die Anhängerschaft unserer Kommandanten zu übertragen, was ich mittlerweile sehr praktisch finde eigentlich. Wir haben übrigens auch noch, ich gehe jetzt nochmal auf zwei, drei Aspekte noch des User-Interfaces ein und ihr sollt nochmal so einen Eindruck davon gewinnen, was wir hier alles machen können und wo sich die Übersicht nochmal deutlich verbessert hat in meinen Augen. Und zwar 15 Provinzen halten, natürlich ganz klar, ne? Die Siegbedingungen, die kennen wir, aber wir haben jetzt hier auch direkt die Diplomatieübersicht, wir haben hier unten die Wertungsübersicht und wir können auch hier sehen, wo unsere Hauptstadt ist, wie viele Familienmitglieder wir haben und so weiter und so fort. Ne? Das ist die klassische Ansicht. Den Senat gibt es natürlich nur bei den Römern, vollkommen klar. Die Seitenwertung kennt ihr. Können wir natürlich mal die Scipionen, die alten Verlierer hier einblenden oder eben die Bruti. Das sehen wir dann hier auch. Und wir können das nach verschiedenen Kategorien vergleichen. Das ist nichts Unbekanntes. Wir können die diplomatischen Beziehungen nochmal im Detail anzeigen lassen. Wir sehen unsere Handelspartner, unsere Feinde. Wir sehen auch unser generelles Ansehen. Wobei ich tatsächlich jetzt noch nicht genau weiß, welche Auswirkungen das jetzt so hat, aber ich denke mal, das kommt alles noch. Hier sehen wir auch dann immer sehr praktisch mit so einer Minimap dazu, also das finde ich auch sehr gut. Die Übersicht über unsere Finanzen, wodurch sich unser Einkommen und unsere Ausgaben eben auswirken. Unseren Stammbaum. Ich muss sagen, da gefällt mir der ältere Stammbaum noch ein bisschen besser, aber ich finde den jetzt auch nicht verkehrt. Also ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Kann man mal gucken, ne? Also, ja. Das hier ist ja jetzt noch kein, also das hier ist jetzt noch kein Review, ne? Sondern ich suche einfach nur ein paar Vergleichspunkte, wo man noch die, ältere Version sieht. Auch hier Siedlungen und Militärstreitkräfte, sehr praktisch in der Übersicht. Man kann aber hinspringen und man sieht auch sofort, welche Einheiten da drin sind. Also auch total, ja, also wirklich ein sehr aufgeräumtes User-Interface, wie ich finde. Gleiches gilt übrigens auch nochmal für die Agenten, ne? Und das Bewegen von Anhängern, ne? Das kennt ihr eben auch, ne? Das glaube ich noch nicht so ganz richtig übersetzt. Ne? This freier Schreiber is currently following. Ist egal, ne? Macht nichts, kommt alles noch. Und hier die Agentenübersicht mit möglichen Aktionen, die diese Agenten eben ausführen können. Auch das eigentlich, also nicht verkehrt. Soll dem Spieler auf jeden Fall die Möglichkeit geben, hier noch mehr managen zu können. Ne? Wir sehen hier die Flottenübersicht und die Truppenübersicht. Unsere Agenten und hier dann eben dezidiert die Flotten. Achso, ja, das hier sind eigentlich, genau, das sind alles Generäle, ne? Das ist die gleiche Armee, ne? Die sind hier nur entsprechend, ja, die sind hier nur entsprechend, entsprechend einsortiert, ne? Hier, was in der Belagerung drin ist, das kann man sich auch anzeigen lassen. Auch hier sind jetzt natürlich noch nicht so viele Berichte drin, weil ich jetzt hier in einem Spielstand drin bin, den ich schon ein bisschen weiter gespielt habe. Aber wichtig ist, ihr könnt euch selbst also auch diese Alarmeinstellungen definieren. Ihr seht hier, ob ihr zum Beispiel jemanden habt, der volljährig geworden ist und General geworden ist. Hier seht ihr, ob ihr eure Position in der Seitenwertung an einer Stelle verloren habt und wie auch immer. Ne? Also das sind alles sehr praktische Sachen und es gibt auch noch die Möglichkeit, sich die Städte direkt in den Siedlungsdetails anzugucken. Wenn man nicht auf so eine Stadt springt, kann man die sich auch auf der Schlachtkarte angucken. Aber das machen wir, wenn überhaupt, heute Abend. Ich bin ja im Livestream unterwegs auf twitch.tv/GünterShadow findet ihr mich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr reinschaut. Hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Lust drauf machen und sage, macht's gut bis dahin. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und hoffentlich bis heute Abend. Valete.